Opa, komm! Alle zurück? Alle? Oh, guck mal hier. Wenn man will.
Safari-Park, wenn ihr mit eurem eigenen Auto fahren, durchfahren wollt. Alle vier. Seht ihr das? Wie gesagt, eigene Verantwortung. Alle 20 Minuten fährt dieser Zug. Und immer wieder 5 Minuten Aufenthalt. Hier kannst du ruhig bleiben. Thank you.
eine komplette Runde gefahren. Ihr habt gesehen, wie lange es gedauert hat. Es ist witzig. Man kann ein paar Stationen aussteigen, das war es dann. Ja, hier sind wir eingestiegen, hier werden wir wieder aussteigen. So, ich bin aber in den Zug sitzen geblieben, weil die Weiche wurde gestellt. Jetzt fahren wir nämlich da vorbei, wo ich übernachte. Jetzt fahren wir nämlich hier herum. Und ich habe vorne gefragt, er sagte, nee, ich fahre jetzt eine andere Tour. Also bin ich im Zug sitzen geblieben. Einmal fährt er so rum, einmal fährt er so rum. Wie gesagt, alle 20 Minuten an einem Haltepunkt circa. Eiszeit war ich gestern auch drin. Ah, ist nichts so Besonderes, habe ich zwar aufgenommen, aber weiß ich nicht, ob ich euch das zeigen will. Geht es wieder weiter. Hier ist Eiszeit, na, muss jeder für sich selber wissen. Hier könnt ihr mit Monster Trucks durchs Gelände fahren. Echt witzig. Dort seht ihr die zwei schon mal. Einer ist auf der Tour da hinten. Tower, 35 oder 38 Meter hoch nur.
nicht gewusst, tut mir leid. Es sind zwei Zugfahrten. Einmal so rum, einmal andersrum. Also, wenn ihr komplett drinnen sitzen bleibt, die Weichen werden gestellt, ihr habt gesehen, und dann seht ihr noch viel, viel mehr. Da ist die Speedbootfahrt, die ist mega cool. Gibt es zwei Stück hier. Zeigen, da stehen jetzt Autos, das ist ein Parkplatz. Und hier einfach nur in die Prärie rein. Bahnhof. Dort stehen wir jetzt wieder 5 Minuten. No, diesmal ging es schneller. Hier seht ihr, hier ist links eine Weiche. Hier gibt es nochmal eine Strecke.
Parkplätze. Zelte, die ihr buchen könnt und übernachten könnt, sind ziemlich groß. Bis zu 7 Personen können da drin übernachten. Oder glaube ich sogar noch mehr. 6 Personen auf jeden Fall, aber sieht auch coole Ausstattung von ihnen. Kinderbetten, Doppelbetten. Das wird also eine schnelle Haltestelle oder eine sogenannte Durchfahrtshaltestelle. Ihr seht es, nicht angehalten, weiter. Das hatten wir vorhin schon mal gesehen. Da sind wir nämlich von dort gekommen. Und hier ist wieder das Drehkarussell, aber die Drehkarussell Achterbahn. Also wie gesagt, jetzt komme ich an den Punkt hin, wo ich gerade schon eingestiegen bin. 2 verschiedene Touren gibt es hier.
jetzt die Haltestelle, wo ich eingestiegen bin, wo ich eigentlich vorhin aussteigen wollte, aber dann eine weiterfahren wollte und dann gemerkt habe, es gibt doch eine andere Tour. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen kleinen Einblick geben von der Zugfahrt, von beider. Entspannt. Erst dann.